Pfarrer Grikolas, grüßt den Bauernhof aus dem Land und aus der Grossregion an die 3D sind natürlich bald alle gute Ehre vom Bauernhof heute gesehen. Natürlich auch die Gästen an den Schof, bis er kurz für sie besichert. So, ich sehe heute bei den Gästen an den Schof wieder gesehen. Haben wir auch schon ein ganz kleines Gästen neben mir. Die Dote will aber nicht viel in der Kamera erzählen. Was ist denn für ein spezieller Rost, die Dote? Das sind Zwerchgästen. Die hört man nicht gerade im Montag. Also, Zwerchgästen, dass sie leben teuren, die nächste Problem hat, sie bleiben nicht dran. Muss sie gut sauen, dass sie nicht fortkommen. Das tut sie noch gesehen, dabei. Ja, so Zwerchgäste bleibt die so klein und süß, oder geht die aber ein bisschen mehr groß? Hey, erst Mann, du hast den Bock, mir das nicht der Papp. Der Papp ist nicht heim, nee, die sind an der Haie gerüst. Da hat man fortlaufen wieder gut gesucht. Der Freund von mir, die noch Gäste bei so einer Straße, und die wächst permanent aus. Und hat auch irgendwie Tipps für dich? Das hängt davon auf. Wenn ein Droht, ein Platz, dort, die fahren sehr lacht. Wenn Fuß ra geht, da gehen sie auch raus. Da brauchen nicht viel zu sein. Am normalen Grundspiel kann ich nicht spielen, damit klauen. Danach, wenn eine Mauer spannt, so Mauer, da geht es auch drüber. Das ist normal. Da wird zu gießen. Was macht ihr da allgemein mit der Gießen? Ziehst du die Jüse oder produziert ihr auch selber? Haben nur mit dem Müller schon? Nee, die Zwerchgießen, das nehmen wir für zu zählen, für die Leute, die da gerne ein Gieß oder zwei bei der Tier haben. Mit dem Schof. Du hast etwas Ähnliches. Du hast noch Lämmer für die Schlüchte. Und die anderen Gießen, die Großgießen, die kann noch streichen und noch Käse machen. Also. Und viele Leute, die so ein Gieß hatte ich auch schon mal gerne bei mir im Garten. Oder irgendwie Tipps am Allgemeinen, auf was muss ich noch passen? Aufpassen, muss gut sein. Bei Zwerchgießen muss gut sein. Und dann aufpassen, was ich von Hecken würde sagen. Weil es sind verschiedene Hecken, die giftig sind. Wenn sie nicht sollen fressen, weil ein Gieß frisst alles. Blumen, Hecken, alles. Ein Gieß putzt alles. Okay, das ist ja Streit mit dem Nopa. Ganz genau. Tipptopp, die wüsste du dann auch mal einen Namen holen. Ja. Da gehen wir erst den Mikro. So. Oh ja, die ist ja aber wirklich ganz wie viel Holz halt hier halten wir los. So, so war ja. 3 Kilo. Oh. Ja, da wird ganz anders so. Sind die immer so ruhig? Ja, sie sind auch ein bisschen, weil die heißen nicht so gewinnt. Die Dose mir gewinnt. Die heißen nicht so gewinnt. Sie sind auch auf der Fahrt von gestern oben. Und mittlerweile kann er parken im Salon, wir gehen sie halb raus, da gehen sie hin. Ich meine, ich schloss nicht die Mikro heuer in der Kamera mal auf und dann ging ich noch bei Gehlen. Da gehen wir, Maja. Tipptopp, da machen wir das. Und dann gehen wir da, da gehen wir.